ist eine so hässliche Farbe. Ihr habt keinen Geschmack, ihr Banaus. Nein, 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 ich hab das nicht gepflanzt. Ich bin hier, um es zu beseitigen. Mach es weg. Entfernt den ganzen lila Mist. Na gut, na gut. Seht euch dieses lila Dreckszeug an. Es ist überall. Es stört die Atmosphäre. Ja, es ist schrecklich. Aber wir wollen die Ursache finden und sie beseitigen. Ich gebe mein Bestes! Oh, mein Rücken wird mich um! Oh oh! Es sinkt! Bei dir alles okay, Frosch? Ich habe einen starken Rücken, weißt du, weil ich... Hast du Spaß? Es ist etwas holprig, aber danke, dass du mich mitnimmst. Meine Güte! Sag das nicht! Du machst das super! May, ich brauche hier für dich und deinen Frosch. Als ich dachte. Ja, die beste Mitfluchtgelegenheit in diesem Garten. Wir haben es geschafft. Das war knapp. Das war echt cool. Seht euch all dieses lila Dreckszeug an. Gefällt mir gar nicht. Das ist keine elegante Farbe. Ja, das Zeug ist echt widerlich. Es stinkt. Tja, ich werde es beseitigen. Okay, Station, das war's, wir sind da. Perfekt. Danke für die Mitfahrgelegenheit. Cody, was ist mit der Klappe? Kannst du sie öffnen? Alles klar, May. Rein mit dir. Okay. Was ist mit dir? Ich nehme den Frosch. Du siehst nach, was du im Inneren finden kannst. Was? Oh, du bist schwer. Runter okay, mit dir. Okay. Danke fürs Mitnehmen, Kumpel. Oh, ich brauche eine Pause.
gemacht. Vielen Dank, Frosch. Wir kommen gegen die Infektion an. Der Garten sieht so lebendig aus. Ja, ich habe ganz vergessen, wie schön er sein kann. Die Infektion ist aber noch nicht ganz beseitigt. Das stimmt. Wir haben noch ein bisschen Unkraut zu vernichten. Wow, die Blumen wachsen wieder. Wuhu, sie blühen. Verzieh dich, Lila Drecksäule. Dein Garten ist wunderschön, Cody. Oh, wow, sieh dir meinen Garten an. Fantastisch! Schnecken! Das ist ein Schneckenrennen! Hey May, komm her! Auf die Plätze. Fertig. Riecht. Mist. Oh, verdammt. Oh, komm. Verdammt. Na los, Kumpel. Wir schlagen May und ihre Verliererschnecke. Los, Schnecke! Los! Wir gleiten in Richtung Sieg! Irgendwann. Nein! Ja! Voll eingeschleimt! Die Lorbeeren gehen an deine Schnecke! Wir haben es zum Gewächshaus geschafft. Jetzt müssen wir nur noch zu diesem Fenster hoch. Ich bin ein Pilz. Cool. Das sieht bisher am albernsten aus. So, May. Klar, das lässt sich aber auch gut. Alles klar, du hast es geschafft. Schön gesprungen. Das ist auch ein schöner Bewässerungsarm. Ja, wirklich überall. Aber es ist doch nicht mehr weit. Ja. Halt durch, Joy. Wir sind fast da. Hey, May. Hier ist noch mehr von dem lila Zeug. Schon viel besser.
magisch, es dir beim Gärtnern zuzusehen. Danke, May. Siehst du, deshalb liebe ich das Gärtnern. Pass auf, May! Noch mehr gruselige Viecher! Kein Problem, sie ist zerhackig. Ja, ich habe genug von all den Monstern, Visionen und dem Ungeziefer. Raus aus meinem Gewächshaus! Oh, ihr habt doch nicht genug? Ich hab noch mehr davon. Ihr habt doch nicht genug. Halte in meine Sätze. Oh, du willst auch was? Eine Welle von denen, May. Sie gefällt euch, mein Unkrauthacker. Beseitigen wir die Infektion. Na also, es ist nur noch einer. Würdest du mir die Ehre erweisen, May? Ich bin bereit.
gruselig. Was? Oh nein, nein, Joy, vielleicht sind wir schon zu spät. Warte, Cody, sei lieber vorsichtig. Joy, du lebst. Ist schon gut, wir wollen dir helfen. Hier ist Cody. Weißt du nicht mehr, wer ich bin? Das
Geh wieder rein zu Joel. Ich glaube, ich dringe zu ihr durch. Joel, hör mir zu. Ich weiß, dass es weh tut, aber wir versuchen nur, ihr zu helfen. Du bist stark, Joel. Aber ich werde tun, was am besten für dich ist. May, hier rum. Ich habe es wieder geöffnet. Schön. Ja, das ist es. Oh, Joy! Geht's dir wieder gut? Jetzt wieder, ja. Ich danke dir. Ach, das habe ich nicht verdient. Ich hätte dich besser pflegen sollen. Es tut mir leid. Nein. Mir tut es leid.
Ich hatte keine Ahnung, wie wichtig das Gärtnern für Cody ist. Jetzt verstehe ich es. Das freut mich. Aber du kannst nichts dafür, dass Cody das Gärtnern aufgegeben hat. Aber müssen Partner sich nicht ermutigen? Wie hätte ich denn weitermachen sollen, wenn May nicht an mich glaubt? Niemand kann dir deine Träume nehmen, es sei denn, du gibst sie auf. Es liegt ganz bei dir. Wirst du deinen Traum wieder aufgeben? Papa sicher freuen. Er liebt Pflanzen. Briefschnipsel Numero 3. Ich frage, wie findet man seine Bestimmung im Leben? Durch, tada, Leidenschaft. Schon wieder Leidenschaft? Nein, das war Codys Leidenschaft. Jetzt werden wir uns um deine kümmern. Meine? Ich hab keine. Jeder auf der Welt hat für irgendetwas eine Leidenschaft. Hat sie auch. Ja, singen. Ach, Quatsch, Cody. Was? Ich würde dich gern mal wieder singen hören. Das war schön. Ich verstehe gar nicht, wieso du damit aufgehört hast. Weil ich erwachsen geworden bin. Damit kann man keine Rechnungen zahlen. Deswegen musst du es aber nicht aufgeben. Cody hat recht. Wenn du deine Leidenschaft aufgibst, gibst du auch einen Teil von dir selber auf. May, es ist Zeit für dich, sie wiederzufinden. Komm, macht euch bereit, den letzten fehlenden Schnipsel zu finden. Oh Gott. Wow. Wie sieht's hier denn bitte aus? Ja, wir sollten den Dachboden wirklich mal aufräumen. Hey! Den Koffer kennt ihr doch hoffentlich noch, hä? Oh, ich glaube, das wird mir nicht gefallen. Ha! Tada! Oldschool, Baby! Ah. Wow! Willkommen in der Konzerthalle! May, es ist Zeit zum Singen! Oh nein, ich kann nicht singen. Ich habe seit Jahren nicht mehr gesungen. Ach komm, May. Er gibt uns den letzten Teil erst, wenn du gesungen hast. Also gehst du auf die Bühne und zeigst ihm, was du kannst. Da kann ich doch nicht singen. Das ist mein alter Plattenspieler. Genau. Deswegen verwandelt ihr zwei ihn in eine richtige Bühne. Wir brauchen Licht, Lautsprecher und Mikrofone. Ehrlich, ich werde keine einzige Note singen. Doch das wirst du. Nein! Lässt du das gefälligst, du blöd? Na komm! May, das klingt fantastisch. Allerdings, Cody. Und du wirst dir helfen, ihre Stimme wiederzufinden. Dummer! Oh, cool! Jetzt macht euch auf die Suche nach Lautsprechern, Licht und Mikros. Hey, May, du kannst es noch. Okay, bereiten wir die Bühne vor. Oh, ich wünschte, wir müssten das nicht tun. Das wird schon, May. Du hast eine tolle Stimme. Nicht mehr. Ich gehe nicht auf die Bühne und mach mich zum Trottel. Entspann dich. Ich bin dein größter Fan. Weißt du noch? Vor Urzeiten, ja. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Keine Sorge. Ich werde schon nicht lachen. Danke, Cody. Sehr ermutigend.